Hallihallo. Ich möchte heute ein Rezept zeigen, wofür sich der Thermomix wunderbar eignet, und zwar ist es Hummus. Hummus ist eine Kichererbsenpaste, die man halt eben super als Dip benutzen kann, zu frischem Gemüse zum Beispiel. Eine ganz, ganz leckere Sache. Wir brauchen dafür Salz, Knoblauch, etwas Olivenöl, Kreuzkümmel, Kichererbsen natürlich, Zitronensaft einer frisch gepressten Zitrone und Tahini. Tahini ist eine Paste aus Sesam und Öl. Die habe ich auch in einem weiteren Video verfilmt, wer sich das noch gerne angucken möchte. Man kann das natürlich auch kaufen. Man kann es aber auch wunderbar mit dem Thermomix selber herstellen. Und ich mache als Abwandlung zum klassischen Hummus, ich wähle da Hälfte Kichererbsen und Hälfte weiße Bohnen. Wir fangen direkt an. Und als erstes sorgen wir dafür, dass das Tahini mit dem Zitronensaft schön fluffig geschlagen wird. Wir brauchen 55 Gramm Tahini und den Saft einer großen Zitrone. Das sind ungefähr 60 Milliliter oder 60 Gramm in dem Fall auch. So. Das vermischen wir jetzt einfach erstmal nach einer Minute auf Stufe 6. So. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt werde ich mir das nochmal von den Mixtopwänden runterkratzen und nochmal weitere 10 Sekunden auf Stufe 5 geben. Nochmal. So sieht es jetzt aus. Ich kratze es nochmal runter. Habe jetzt erstmal schon mal eine sehr, sehr schöne cremige Konsistenz und gebe jetzt alle Zutaten bis auf Bohnen und Kichererbsen hinzu. Und zwar ein halber Teelöffel Kreuzkümmel, ein Viertel bis halber Teelöffel Knoblauch Grundstock, einen halben Teelöffel Salz und 2 Esslöffel Olivenöl. So, das vermische ich dann nochmals für 10 Sekunden auf Stufe 5. Kratzt mir wieder alles von den Mixtopwänden runter. Ich zeige euch nochmal, wie es jetzt aussieht. So. Und dann kommen noch die Bohnen und Kichererbsen dazu. Die habe ich vorher, sind beide aus dem Glas, habe ich vorher abgewaschen. Ich zeige das mal. Da waren die Kichererbsen drin, weil die sind so ein bisschen in so einer bisschen geligen Konsistenz. Also die einfach vorher abwiegen. 225 Gramm Kichererbsen habe ich genommen und 200 Gramm weiße Bohnen. Und die habe ich halt, wie gesagt, abgespült. Und die kommen jetzt noch mit hinzu. Und werden innerhalb von 30 Sekunden auf Stufe 5 nochmal mit zerkleinert. So sieht es jetzt aus. Jetzt werde ich mir das nochmals von den Mixtopwänden runterkratzen. Und dann einfach nochmal für 5 Sekunden auf Stufe 4 gehen. So, fertig ist meine Hummuspaste. Ich werde die gleich noch ein bisschen garnieren mit Paprika und dann kann sie genossen werden, wie gesagt, zu Gemüse, zu Brot als Aufstrich passt natürlich auch wunderbar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie auf